Dritte Liga live bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Die Sportfreunde Lotte empfingen den SVW in Wiesbaden. Das hieß im Klartext, Abstiegskandidat trifft auf Aufstiegsaspirant. Freundliche Begrüßung der beiden Trainer Rehm und Atalan. Und dann wurde es ernst. Wiesbaden ja hochgerückt auf Tabellenplatz 3. Und den wollten sie festigen, Alf Minzel. Und dann Dittgen mit einem ersten Abschluss für die Gäste in der 16. Minute. Ansonsten das Spiel recht highlightlos. Dann aber die Gastgeber nach einer guten halben Stunde. Al-Hassaymeh, lang auf Kavena, der liegt schön quer auf Lindner. Aber Kolke packte zu. 36. Minute. Lindner, schon gegen Cottbus hatte er die Chance zum 1:0 liegen lassen. Hier dann auch wieder. Kurz vor der Pause nochmal die Wiesbadener, von denen man eigentlich noch mehr Initiative erwartet hätte. Dittgen und Schipnowski zumindest mit einer kleinen Chance in der 42. Minute. Mit 0:0 ging es in die Kabine und nun sind wir wieder draußen. Rehm, die Leistung seiner Mannschaft bislang hinter dem eigenen Anspruch. Im zweiten Durchgang wurde es besser. Mehr Präsenz der Gäste. Dittgen. Aber Straight kam dazwischen und klärte für Lotte. Andere Seite, die Gastgeber, Lindner, Wegkampf verlängert. Und Jovic mit einer kleinen Chance in der 71. Atalan, seine Mannschaft gut gegen den Ball, aber offensiv harmlos. Dann kam Dynamik rein durch den eingewechselten Schmidt für die Wiesbadener. Hier kassiert den Gegner und zieht los. Stramm überbrückt das Mittelfeld, legt rüber zu Schipnosik. Starker Ball und dann ist er da, Titsch Rivero, der SVW in gnadenlos, blitzsauber, effektiv zur Führung in der 73. Minute. Schipnowski mit einer blitzsauberen Flanke und Titsch Rivero ist der Schütze, verdiente Führung für die Gäste. Und konnten sie es jetzt halten? Ja, sie blieben die bessere Mannschaft. Chiré hatte noch die Chance zu erhöhen, aber Kroll war da und hielt Endstand. 1:0 für Wiesbaden. Schlechte Laune in Lotte. Atalan ziemlich stinkig. Die zweite Niederlage in seinem vierten Spiel. Für Lotte die sechste Heimniederlage in Folge. Das gab es zuvor noch nie in der dritten Liga. Die Sportfreunde im Abstiegskampf. Wir sind gut rein im Spiel gekommen, wir haben hinten gut gestanden, haben auch ein oder andere Torschanzen vorne gespielt. Aber Wiesbaden hat heute gezeigt, was eine Spitzenmannschaft bedeutet. Die haben, glaube ich, nur 2-3 Chancen gehabt, aber davon sind die sehr effektiv und haben 2-3 einmal vor das Tor gekommen und haben aber das Tor gemacht. Und das haben wir nicht heute hingeschafft. Wir wussten, dass wir halt einmal da sein müssen, das waren wir zum Glück eben auch. Und hinten ist halt auch nichts angebrannt, das müssen wir uns auch auf die Fahne schreiben, haben wir sehr gut gemacht. Und ich bin mein meistens verdienter Sieg. Stimmt, genau. Wien Wiesbaden gewinnt verdient und festigt Platz 3 schon im Heimspiel gegen Osnabrück. Können sie die Relegation fix machen?